Sehr geehrter Herr Präsident, Hohes Haus, liebe Gäste. Man könnte sich jetzt hier Stunden herstellen und versuchen, das zu entkräften, was da an verdrehten Fakten, an Vorurteilen gekommen ist, um überhaupt so weit zu kommen, das zu schaffen, was der Herr Kollege Ulm eingefordert hat, nämlich eine sachliche Diskussion. Man könnte sich damit auseinandersetzen, was Sätze bedeuten. Wir können doch nicht alle aufnehmen. Man könnte sich damit auseinandersetzen, was man damit impliziert, wenn man sagt, Menschen, die da sind, sind zu Unrecht da, werden so durchgefüttert, dass es sich um ein besonders attraktives Land heißt. Man könnte alle diese Dinge genauer anschauen. Das mit dem Durchfüttern könnte man zum Beispiel auch beziffern. Das sind 40 Euro Taschengeld im Monat. Das mit den Zahlen, dass wir alle aufnehmen, kann man auch beziffern. Es sind 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, 9/10 davon in Entwicklungsländern. Aber ich sage Ihnen was, das mache ich jetzt nicht, diese Stunden reden. Erstens, weil ich nicht darf, nur mehr 4 Minuten. Und zweitens, weil ich der Meinung bin, ich glaube, Sie sind nicht dumm und können lesen. Zumindest haben Sie gerade ein Buch in die Höhe gehalten und wissen diese Fakten eigentlich alle. Ich unterstelle Ihnen, dass Sie mit all diesen Dingen ganz bewusst spielen, um politisches Kleingeld zu wechseln und das Leid von Menschen für Ihre Sache zu instrumentalisieren. Ich möchte daher die letzte Rede an dieser Aktuellen Stunde nutzen, um über zwei andere Sachen zu reden, über Politik und über Werte. Ich für meinen Teil bin der Überzeugung, dass Politik dazu da ist, die Welt zum Besseren zu verändern. Und ich habe eine Vorstellung, was eine Gesellschaft ist, die zum Besseren verändert ist. Es ist eine Gesellschaft, in der jeder Platz hat, jeder glücklich ist, und zwar deshalb, weil er nicht unter Druck steht, sondern Chancen hat, sich selbst zu verwirklichen. Eine Arbeit gegen so eine Gesellschaft ist nicht Politik, das ist Zerstörungswerk. Und Politik heißt, Probleme zu lösen. Und jetzt gibt es ein Problem, ein großes Problem. Die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit, die gibt es. Es sind 3,9 Millionen Menschen auf der Flucht. Ich habe schon gesagt, der überwiegende Teil davon in der Türkei, im Libanon, in Jordanien. Kollegin Dust hat es in ihrer großartigen Rede schon ausgeführt. Nur so viel zum Wort, alle aufnehmen. Aber ja, die Unterbringung ist ein politisches Problem. Übrigens ein ungelöstes Problem. Hunderte, ja tausende Menschen sind derzeit in Österreich nicht adäquat untergebracht. 1500 Jugendliche, Kinder und Jugendliche sind in Dreiskirchen, einem Lager, das für ein paar hundert Leute gebaut worden ist. Jugendliche, für die die gleichen Menschen- und Kinderrechte gelten wie für jedes österreichische Kind, das wird ihnen unterbunden. Das sind viele, aber insgesamt sind momentan 0,27% der Bevölkerung Asylsuchende. Wenn wir uns diesen Raum vorstellen, 0,27%, das wäre ein Viertel von einem Menschen von uns. Wir müssten noch einmal kommen und noch einmal kommen und noch einmal kommen. Dann wären hier 400 Politikerinnen im Raum einer. Wäre es, und um die Unterbringung und die Hilfe dieses einen ginge es. Und jetzt gibt es also dieses Problem, und da gibt es eine erdrückend hohe Anzahl an Politikerinnen und Politikern. Die sehen das zwar, aber die tun nichts oder viel zu wenig. Die sagen, ja, das Problem gibt es, aber nicht bei mir. Not in my backyard. Dann gibt es viele, die das Problem sehen, aber zumindest symbolisch noch größer machen. Übrigens, Ihre Innenministerin ist eine davon. Wer Zelte aufstellt, wenn man eine normale Unterbringung schaffen kann, so wie in allen anderen Flüchtlingswellen davor, der macht ein Problem größer, als es ist. Die Lösungskompetenz der Landeshauptleute, die aufgestanden sind und gegangen sind, die sollten Sie sich einmal ins Sammbuch schreiben. Aber das Schlimme ist, es gibt immer noch welche, die nicht nur das Problem nicht lösen, sondern die von dem nicht gelösten Problem profitieren, die alles tun, um es aufzublasen, und das sind Sie, mit einer unerträglichen Wortwahl, wie das Herkules-Flugzeugbeispiel, in dem sich die Zurückgeschobenen doch an urinieren sollen oder schreien, so laut sie wollen, wie die Demo in Erdberg. Und es gibt Leute, und auf die ist der Kollege Ellenson schon eingegangen, die Probleme lösen. Die vielen Bürgermeister, zum Beispiel von Buchenstuben, der Andi Babler in Dreiskirchen, der schafft, bei so einer Situation, die ich gerade vorher geschildert habe, die Bevölkerung nicht gegen die Flüchtlinge aufzubringen, sondern solidarisch zu vereinen, den Dieter Bosch in Neudörfel und den Michael Häupl. Als Bürgermeister einer Stadt, die Flüchtlingsquote immer erfüllt hat, und das Absurde ist nicht, dass Wien das gemacht hat. Das Absurde und Genante ist, dass das alle anderen Bundesländer nicht geschafft haben. Und ich sage Ihnen was zum Probleme lösen. Die FPÖ hat in dieser Republik noch nie jemals ein Problem gelöst. Sie leben davor,
Probleme größer zu machen. Und selbst wenn sie irgendwo in Regierungsverantwortung waren, dann waren das gescheiterte Experimente, an dessen Ende die Probleme noch viel größer waren. Und jetzt noch ein Wort zu Werten. Wie ich ein Kind war, haben wir meine Mutter, meine Oma, meine Kindergärtnerinnen, meine Lehrerinnen versucht, Anstand zu vermitteln. Es geht ganz vielen Kindern so. Wenn einer vorher tippt, hält man ihm auf. Wenn einer nichts zu messen hat, gibt man ihm was. Ich finde es unerträglich. Herr Abgeordneter, bitte kommen Sie zum Schluss. Letzter Satz. Ich finde es unerträglich, wenn aus Erwachsenen, denen dieser Anstand vermittelt wurde, Menschen geworden sind, die diesen Anstand nicht mehr haben. Und wenn sie die Chuzpe haben, das auch noch als Wert oder Kulturplakate zu schreiben.